Hi Leute, wir machen weiter mit Super Mario Galaxy 2. Wir sind in der Kettenhundfabrik. Grünstern Nummer 2 hätten wir jetzt gerne. Danke bitte und damit ab. Der erste war ja schon, naja gut. Ich habe mir irgendwie schwerer vorgestellt. Ich habe gedacht, da muss man irgendwas Bestimmtes machen. War aber nicht der Fall. Ich schätze, in diesem Mini-Mini-Mini-Part der Galaxie dürfte dann jetzt nichts mehr sein. Deswegen lege ich den Schalter um und sorge dafür, dass dieser Kettenhund da gleich mal in sein vorgesehenes Löschlein kommt. Grandiose Arbeit. Bäm, weiter geht's. Gute Arbeit wird mir diagnostiziert. Versuch's nicht mit Fremdwörtern, John. Was macht der bloß? Hä? Da hinten ist ein... Das geht auch. Okay. Ich habe nichts gehört, deswegen gehe ich einfach weiter. Aber jetzt höre ich was. Ah, die Schüttelklappen. Und kann ich denn nicht gucken? Können wir dazu die Kettenhunde rein? Okay. Ja, so war das. So war die Galaxie. Aber der Stern? Wo ist er? Weiter runter geht's nicht. Wir lösen das erstmal, dass wir freie Bahn haben. Das war knapp für Mario. Ja, wie... Hier ist aber was. Aber wo? Hä? Hier ist nichts. Von hier haben wir vielleicht bessere Aussicht. Schauen uns mal da um. Das könnte? Hey, cool. Sternteile. Aber ohne Ende. In Form eines Kettenhundes. Sehr gut. Ey, na also. Ist aber dumm, dass man sich nicht umsehen konnte. Das ist aber mies. Das war richtig böse. Ja, das war wirklich nicht sportlich. Aber Lupa ist auch nicht besonders sportlich, glaube ich. Egal, weiter geht's. Die Sache läuft. Der Faden ist noch nicht gerissen. Kettenhuhnfabrik. Kometenalarm. Grundstern 3. Der Kettenhuhnfabrik, eine der wenigen Galaxien, die nicht mit Galaxie enden. Oh ja. Das war ein Pilz. Kommt sie nur in dieser Galaxie vor, sag mal. Ey. Komisch. Auch wieder dasselbe Quark. Hä? Nee. Super, aber warum? Na gut. Andere Mission. Weiter geht's. Das war interessant. Ich höre nichts. Ah, das war nix. Jetzt gibt's immerhin viele Sternteile, wenn der zerschellt. Oder auch nicht. Oder auch gar keins. Ah, ich wollte doch jetzt springen. Er reagiert nicht immer. Der A-Knopf.
Ne, bei der Feder ist es ein bisschen schwierig. Man muss ja genau das Timing erwischen. Komm, aufwärts, bevor noch keine da sind. Vorwärts, meine ich. Aufwärts. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Jawohl, ja. Boah, das klappt. Bislang. Komm schon. Es hat geklappt. Sogar besser als damals. Und das war ein Klacks, das war eher ungewollt. Schon wieder ein Kettenhund-Sternteil. Da ist ein grüner Stern. Das ist der letzte. Cool. Der ist einfach nur dann in der Luft. Rechts halten. Immer schön rechts halten. Oh Mann. Dämliche Steuerung mit der Feder. Gutes Timing ist erforderlich. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Halten, halten, halten und... Ach, das ist nur ein Pilz! Hilfe! Welche Verwunderung, dass wir mit dem nicht in die Ego-Perspektive können. Gehen wir mal nach oben erstmal. Ah! Scheißsteuerung! Oh, Mann! Die Steuerung ist ja mies! Komm schon, Plattform! Er war ziemlich rechts. Irgendwo rausspringen jetzt so. Oh nein. Es darf nicht wahr sein. Scheiß Kettenhundfabrik. Scheiß Feder, meine ich. Jawohl. Jetzt auf diese Plattform. Ist er. Nein! Dann machen wir es so. Reicht das? Haha, wie genial. Hat genau gereicht. Vom Zipfel aus. Ja, wir haben auch noch Zeit für ein paar Sternchen. Okay, einen kriegen wir noch bestimmt. Einen kriegen wir noch hin. Oh yeah. Ach, ihr miesen Verstecke, ihr. Weiter im Text. Das hätten wir. Hä? Ach, hier sind ja noch zwei. Biskuitboden und Honigköpfe. Gehen wir erstmal zur Biskuitboden-Galaxie. Die war nice. Da können die Verstecke eigentlich auch nicht so schwer sein. Es sind noch nur zwei Stück. Kometenalarm. Deswegen. Wir schaffen das! Tschakka! Gleich mal Ausschau halten. Wenn ich mich nicht irre, habe ich da hinten schon etwas Grünes gesehen. Aber da ist viel Grünes. Ach ja, eine schöne Galaxie. Die habe ich wirklich. Die ist eher grafisch interessant, als dass sie besonders toll gemacht wäre. Aber ich würde die Kamera trotzdem gerne drehen. Schon Checkpoint! Da ist ein grüner Stern. Das ist doch ein Klacks. Wir lassen uns einfach fallen. Und zur Not springen wir auch noch ab. Oh je, ich hab Angst. Unberechtigt. Sehr gut. Ist doch schön. Ja, dann würde ich sagen... Kriegen wir trotzdem noch einen. Hab ich doch gesagt, dass wir noch mehrere reinkriegen in diesem Part. Komm, einer noch. Da haben wir die Biskuitboden-Galaxie dann nämlich gelöst. Wahrscheinlich. Mal sehen, was noch kommt. Wir schlagen uns auch gut.
Manchmal. Komm mit, Nala. Ja, ist gut. Überraschenderweise Grünstern 2. Da ganz hinten sehe ich was, aber das ist nur eine Frucht, glaube ich, oder so. Schauen wir mal. So groß ist die Galaxie nicht. Ja, aber die Idee fand ich gut, dass wir die Frucht quasi auflösen müssen, um zum Stern zu kommen. Nicht schwer, aber eine Idee. Ich will aber... So. Ich will sehen, wo ich hinlaufe. Da war ein Stern, den hören wir auch, laut und deutlich. Hä, war da der andere? Ich hab was gesehen. Ziemlich viele Sternteile hier. Da. Wo ist das Problem? Es gibt keins. Total easy. Total easy, die Sterne versteckt. Komische Sache. Egal, muss auch mal sein. Muss auch mal ein bisschen einfachere geben, ne? Tja. Dann als nächstes wohin? Wollen wir das immer noch in diesem Video? Komm, wir machen nochmal. Wir haben noch 3 Minuten Zeit. Was kommt denn jetzt? Honighüpfer. Ja, das war wieder etwas Biniges. Ich erinnere mich mit Wehmut. Egal. Kometenalarm. Stell dir vor. Grünstern 1. Genau hinsehen. Die Dicke. Da ist einer. Bei der Dicken. Ist auch einfach. Aber es dauert ein bisschen, bis wir da sind. Egal. Auf jeden Fall brechen wir erstmal auf. Bini. Wandsprung wäre hier vielleicht effektiver gewesen. Oh. Aufladen. Ferrari. Wunderschön. Das macht Spaß. Kommen wir zum Geschäftlichen. Ich höre nichts weit und breit, deswegen können wir unbesorgt weiter voranfliegen. Wir müssen eh zur Königin, denke ich. Und tschakka. Immer rauf. Ist ja eigentlich ganz nett, so mit dem Honig. Aber es gab es ja in Teil 1 schon. Gab es, glaube ich, sogar eine ganz große Honigwand oder so. Oder erzähle ich gerade Stoß? Jawohl. Schön dem Wasser ausgewichen. Ich höre was. Es wird immer stärker. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Ich bin tot. Ich bin nicht tot. Egal. Ich bin unten. Da habe ich doch was gehört. Sehr seltsam. Aber da wir dass wir abgestürzt sind, werden wir es wahrscheinlich in diesem Part nicht mehr schaffen. Skandale. Randale. Krabbel, krabbel, krabbel. Das große Krabbeln. Kennt jemand den Film? Fand ich früher ganz cool. Als Kiddie. Ja, in der Tat, ich höre etwas. Nein! Der fällt doch noch runter. Leute, wir müssen Schluss machen. So langsam. Aber im nächsten Part werden wir uns die Sterne holen. Also, bis dann. Ciao.